komm her, ja. Hat den Freund. Wie war denn deine Wirtschaft? Voll besucht und aber gut gelaufen. Also ich sag dir, ach so, okay. Ja? Schon in der ersten Runde mit den Fachleuten, auch der Polizei und der Stadt, können wir feststellen, dass dieser Platz nicht geeignet ist, um videoüberwacht eine Problemlösung herbeizuführen. Es ist maximal ein Beitrag zum subjektiven Sicherheitsgefühl. Insoweit, glaube ich, ist es wichtig, keine plakative Ankündigungspolitik zu betreiben, sondern tatsächlich auch mit den Experten, nämlich der Polizei, der Ordnungsbehörde, mit den privaten Unternehmen, auch städtebauliche Aspekte berücksichtigen, insgesamt man alle Fragestellungen aufwirft, vernünftige Antworten findet und dann sie zusammenpackt. Also insoweit dürfen Sie gespannt sein auf das, was wir vorstellen werden. Frage. Es gibt bei dem Thema Drogen nicht nur jemanden, der sie verkauft, sondern es gibt insbesondere jemanden, der sie konsumiert. Und insofern, wenn ich an einer Stelle den Verkauf bekämpfe, wird das voraussichtlich mehr zu einer Verdrängung als zu einer Lösung des Problems führen. Deswegen ist eine sehr wichtige städtische Aktivität, die aus dem Bereich Soziales ja gerade auch wieder mit einer Aktion zum Thema Suchtprävention auch läuft, um dieses Thema auch einzudämmen. Es ist ein Problem, was die Gesellschaft insgesamt angeht. Die Polizei hat ihren Teil und wie gesagt, wir haben unseren Teil städtischerseits auf drei Säulen. Das Ordnungsamt unterstützt die Polizei, wir haben städtebaulich aufgewertet und wir arbeiten in dem Bereich Suchtkriminalität.